Die Schicksale und traurigen Momente in diesem Video haben uns bewegt. Jeder mitfühlende Mensch muss hier wenigstens einmal tief durchatmen, denn es geht um verlorene Liebe, Ungerechtigkeit, Verlust und tiefe Erleichterung. Schrecken und Traurigkeit liegen in diesem Video nah beieinander. Übrigens findet ihr fast alle Spiele, die in diesem Video vorkommen, auch auf instantgaming.com, unserem neuen Kooperationspartner. Wir wissen, dass es schwierig sein kann, unsere Lieblingsgames zum günstigsten Preis zu kaufen, ohne dass es zu Problemen kommt. Bei Instant Gaming bekommt ihr die besten PC-, Mac- und Konsolenspiele mit bis zu 70% Rabatt. Und das vor allem sicher. Den Support könnt ihr rund um die Uhr erreichen. Wenn ihr eure Spiele also günstig, schnell und zuverlässig haben wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Erhaltet den Code eures Wunschgames und ihr könnt sofort loslegen mit dem Zocken. Schon unsere erste Mission kratzt irgendeine Stelle in unserem Herzen an, dass es wehtut und du am liebsten heulen würdest. Erstmal bekommen wir in Red Dead Redemption Undead Nightmare nur die Aufgabe, Yetis zu jagen, denn die werden als kinderfressende Ungeheuer beschrieben. Und wir reiten los und erledigen schon den ersten nach einigen Minuten. Irgendwann finden wir den letzten Yeti, den es überhaupt gibt. Aber es stellt sich heraus, dass diese großen Fellwesen eigentlich friedliebende und intelligente Geschöpfe sind, die lediglich versuchen, in dieser schwierigen Zeit zu überleben. Jetzt bleibt es dir überlassen, ob du den letzten Yeti als einzigen seiner Rasse seinem Schicksal überlässt oder die Nebenmission erfolgreich abschließen möchtest, indem du ihn erschießt. Die meisten Spieler bereuen es spätestens hier, überhaupt einen Yeti getötet zu haben. Ich kann ihn nicht mehr. Make it stop! Now here's a woman I'm glad to see. Das Schicksal dieses Skyrim-Bewohners ist so traurig, dass er aus Kummer zum Säufer geworden ist. Und so heißt auch die Quest, Drowned Sorrow oder auch Ertränkter Kummer. Ein Wirt erzählt uns, dass einer seiner Gäste nur sorgenschwer in der Ecke sitzen und trinken würde und wir sollten doch bitte nach seiner Geliebten suchen. Ranmir selbst erzählt uns nur, dass seine große Liebe Isabelle mit einer Diebin durchgebrannt sein und ihn verlassen haben soll und dass wir ihn in Ruhe lassen sollen. Wir machen uns auf die Suche nach Isabelle, fragen uns durch und finden dann tatsächlich ihre Leiche in einer Höhle, mitsamt einem Brief, den sie noch vor ihrem Tod an Ranmir geschrieben hatte. Sie war auf der Suche nach Schätzen, um reich beladen zu Ranmir zurückkehren zu können und sie hat nie aufgehört, ihn zu lieben. Wir übergeben Ranmir den Brief, aber er bedankt sich nicht mal bei uns und wir kriegen für diese gute Tat nicht mal eine Belohnung. Did she really run off and do this for me? By the eight. I have some thinking to do. Wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. Bei dieser Quest in The Witcher 3 willst du zwischendurch einfach abbrechen, denn unsere geliebte Triss wird gefoltert und wir können nichts dagegen unternehmen. Hexenjäger schnappen sich die rothaarige Schönheit und verhören sie im Hinterzimmer, während wir versuchen, von Menge Informationen über den Aufenthaltsort von Rittersporn zu erhalten. Die Zeit spielt gegen uns und zwischendurch hören wir Triss Schmerzensreihe durch die Wand. Du konzentrierst dich noch mehr auf die Auswahlmöglichkeiten der Fragen, um das hier so kurz wie möglich zu gestalten. Triss wird am Ende vor Wut kochend und ohne Fingernägel an der linken Hand durch die Tür treten und grausame Rache nehmen. Jedenfalls werden wir die Story dahingehend gelenkt haben. You can take care of yourself, see? No, not all the time. Yeah, you can. Es gibt eine Szene in The Walking Dead, bei der stärkste Mann sich nicht davor schützen kann, loszuheulen. Die ganze Geschichte über haben wir schon verfolgt, wie Lee und Clementine aneinander gewachsen sind. Er beschützt und kümmert sich um sie und sie sieht in ihm wohl eine Vaterfigur. Gerade in einer gefährlichen Welt wie dieser, in der man jederzeit von Zombies angegriffen werden kann, ist Sicherheit ein wichtiges Gut. Die beiden konnten sich immer aufeinander verlassen und nun steckt Clementine in dieser schlimmsten aller möglichen Situationen. Lee wurde gebissen und ist nun dem Tod geweiht. Und Clementine muss seinem Leben ein Ende setzen, kann sich aber kaum dazu durchringen. Wer könnte schon freiwillig einen geliebten Menschen in den Tod schicken? Diese Szene ist herzzerreißend. Baby Lou ist in Death Stranding dein Begleiter. Wir spoilern hier, also könnt ihr jetzt überspringen, wenn ihr wollt. Sams letzte Mission schickt ihn mit Baby Lou ins Krematorium. Es soll eingeäschert werden, denn es hat nie wirklich gelebt. Doch das bringt Sam nicht übers Herz. Statt des kleinen Körpers verbrennt er seine Handfesseln. Er holt das Baby aus dem Behälter und hofft auf das Beste.
Erst scheint das Kind nicht zu atmen und unser Herz bleibt dabei fast stehen. Wir können Sams Schmerz körperlich mitfühlen. Erst ganz zuletzt kommt die Erleichterung, denn Baby Lou fängt an zu atmen. Für Eltern ist diese Szene fast unerträglich. God of War 2 holt einen Charakter aus der griechischen Mythologie ins Spiel, der wohl das schrecklichste Schicksal erleiden muss, das man sich nur vorstellen kann. Prometheus wurde von Zeus grausamst dafür bestraft, dass er den Menschen das Feuer gebracht hat, und zwar gegen den Willen des Göttervaters. Um ihm eine Lektion zu erteilen, machte er Prometheus sterblich und kettete ihn an. Jeden Tag sollte ein Adler kommen und ihm bei lebendigem Leib die Leber wegfressen. Die Leber wächst aber jeden Tag wieder nach und das Schauspiel beginnt von vorn. Was könnte es Schlimmeres geben als so eine Folter, die für die Ewigkeit gedacht ist? Kratos greift im Spiel ein und tötet Prometheus, um ihn von seinem Leid zu erlösen. Wir haben gelesen, dass diese Szene vereinzelte junge Gamer traumatisiert hat. Über diese Szene aus GTA 2 können wir heute zumindest schmunzeln. Aber damals hat sie uns tief verstört, denn sie ist ohne Zweifel die grauenvollste Mission im ganzen Spiel. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wir sprechen über die Hotdogs-sind-Menschen-Mission, in der du einen Linienbus klauen musst, um Passanten an Bushaltestellen einzusammeln. Dann lädst du sie in einer Fabrik ab, wo sie von einem Fließband in einen Häcksler fallen und zu Hotdog-Fleisch verarbeitet werden. Das wirklich Gruselige dabei sind die Details. Ein paar der Menschen versuchen nämlich zu flüchten und werden dann erschossen. Damit ist die Mission aber noch nicht erfüllt. Im Anschluss steigen wir in einen Hotdog-Van, den wir dann zur Kantine der russischen Mafia steuern, um unsere Ware dort abzuliefern. Diese Hotdogs-Mission gehört zu den härtesten Missionen in allen GTA-Games. Job complete! Bei dieser Szene aus Quake 4 mussten viele Gamer wegsehen, weil die groteske Gewalt dann doch zu viel war. In einem brutalen chirurgischen Prozess, der Strogifizierung genannt wird, werden die Gliedmaßen und das Fleisch von gefallenen oder unwilligen Menschen mit Metall und Maschinen verschmolzen, um Strocks zu erschaffen. Diese Strocks bestehen aus mechanischen Teilen und geernteten biologischen Komponenten, die gewöhnlich von toten Spendern stammen. Die Kampfkraft wird bei diesem Prozess stark erhöht, doch es gibt kaum einen schmerzhafteren Vorgang. Und die Betroffenen sind auch noch während der gesamten Prozedur bei Bewusstsein. Be right there, Alex. Gordon, thanks for everything you've done. For Alex, for all of us. Eli Vance ist ein Charakter, den du einfach ins Herz schließen musst. Er ist ruhig, optimistisch und er sagt noch kurz vor seinem Tod, dass er nicht stolzer auf uns sein könnte, wenn wir sein eigener Sohn wären. Er ist Alex Dad, ein brillanter Wissenschaftler und der erste Mensch, der friedlichen Kontakt mit der Vortigon-Spezies hatte. Doch in Half-Life 2 stirbt er. Er wird vor den Augen seiner Tochter und Gordon von Invasoren getötet und sein Hirn ausgesaugt. Alex schreit noch, verlass mich nicht, und auch sie wird dann geschnappt. Sie kann in letzter Sekunde von Dog gerettet werden, aber der Verlust und der Schmerz, den wir bei Alex beobachten, lässt uns fühlen, als hätten wir einen Kloß im Hals. Oh mein Gott! Anfangs geht dir Steve aus Resident Evil Code Veronica noch auf die Nerven. Er kann alles besser und hat eine Riesenklappe. Doch am Ende wächst er über sich hinaus. Das T-Veronica-Virus hat von ihm Besitz ergriffen und ein Tentakelmonster aus ihm gemacht, über das er keine Kontrolle mehr hat. Er greift nach Claire, um sie zu töten. Es muss ihn übermenschliche Anstrengung und Willenskraft gekostet haben, um das Virus zurückzudrängen und Claire zu verschonen. Und es kommen die Worte über seine Lippen, für die er früher nie den Mut hatte. Er gesteht Claire sterbend seine Liebe. Diese beiden hatten als Paar nie eine Chance. Danke fürs Zuschauen. Schaut gern mal bei Instant Gaming vorbei, ob eure Lieblingsgames gerade günstig zu ergattern sind. Wie gesagt, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß dabei und jetzt habt noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.